Ja, Louis Knapp von Wolli Schiebling. Ja, warum ich hier mal ein flinkes Video mache? Hier geht es um Amazon Prime. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe gerade eine Nachricht reingeflattert gekriegt, dass ab sofort alle Amazon-Filme und Serien, die man auf Prime für lau gucken kann, ebenfalls Werbung enthalten in Zukunft. Oder ich kaufe mich frei pro Monat für 2,99 € zusätzlich zu den 89,90 €. Ja, jetzt habe ich es gekündigt, weil die gehen mir richtig auf die Nerven. Das ist dermaßen schlecht geworden. Erst haben sie den halben Produktkatalog an Filmen und Serien in Freebie geschickt. Auf einmal findet man nur noch Schrott bei Prime, nur noch Sachen, die uralt sind oder Gebühren kosten oder die man kaufen muss. Und Eigenproduktion, so lala. Ich sag nur Herr der Ringe, was kein Mensch sehen will, so eine Verschandelung von dem Originalstoff und was so schlechte Kritiken gekriegt hat, dass man es eigentlich lieber löschen müsste, als noch eine einzige weitere Folge zu zeigen. Ja, und dann Freevee, teilweise 7, 8 Werbungen in so einem Ding drin. Ich habe dann aufgehört, ich habe es einmal angemacht, habe gesagt, das gucke ich nie wieder, habe ich auch nicht mehr. Ja, dann ein Kundenservice, der eine Katastrophe ist, wenn man, also die haben zwar, Amazon kümmert sich bei Problemen, das ist gut, das stimmt schon, da kann man auch nicht viel gegen sagen. Die Vögel, die das ausliefern, wenn die sagen, die kommen heute noch, dann kommen die auch. Nicht wie bei Hermes, der dann abends um 10 Uhr sagt, er wäre da gewesen und hätte aber keinen angetroffen und lügt darum. Das ist halt bei Hermes auch Standard. Das sagt sogar der Support am Telefon. Katastrophe. Nö, und dann eigentlich funktioniert bei dem Laden fast gar nichts mehr. Das Fernsehprogramm ist Schrott. Die Alexa funktioniert nicht mehr richtig. Mein letztes Gerät ist jetzt ganz abgekackt die Tage und hat keine Verbindung mehr zum Internet. Dann muss. Wenn es älter als 3 Monate ist, dann könnt ihr nicht mehr einfach sagen, hier, ich habe eine Reklamation, ich schicke es zurück, schickt mal Etikett oder nö, nö. Da müsst ihr mit dem Support telefonieren oder schreiben. Und dann fangen die an, mit euch zu diskutieren. Dann schicken die mir, nachdem die Alexa von einem Tag auf den anderen aus dem Netz rausgeflogen ist und sich nie wieder hat einwählen lassen, schicken die mir da 10 Seiten viermal die Anleitung, wie ich das Teil ins Netz bringe mit der App. Eine neue ist nach einer Minute drin gewesen und die andere halt eben nicht mehr. Die kann es halt nicht mehr. Da ist irgendwas kaputt. Nö, da wird diskutiert. Werkseinstellungen habe ich 10-mal gemacht und alles, als ob ich dämlich wäre. Und dann diskutiere ich mit denen da rum und schicke eine Mail nach der anderen und das Ding ist immer noch da hinten. Das ist immer noch nicht auf dem Weg nach Hause, weil sie sich bis jetzt verweigert haben, mir irgendwelche Adressen zu nennen oder sonst irgendwas. Aber da bin ich noch nicht mit fertig. Ja, und wie gesagt, dann. Smart Home und so weiter, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ob ich jetzt mal eine Steckdose damit anschalte oder sowas. Oder meine Philips Hue, die Leuchtmittel, die wir hatten, die alle nicht funktioniert haben. Mal gingen sie, mal hat sie nicht gefunden, mal nix. Das war auch ein Flop, also habe ich das auch nicht mehr benutzt. Ja. Amazon Music benutze ich, kostet 15 € im Monat und ich benutze dieselben 30, 40 Lieder oder Hörbücher immer wieder. Also. Kann ich die eigentlich auch von meiner Platte nehmen und da runternudeln lassen? Ich bin nur zu faul gewesen, das rauszusuchen wieder. Ich habe das alles, weil neue Sachen höre ich eh nicht und die alten Sachen, die ich höre, habe ich eigentlich alle. Und ja, da wird es mal vielleicht Zeit, einen kleinen Rechner mehr anzubasteln da hinten und der dann selber da abspielt. Ich bin da bis jetzt auch, wie gesagt, zu bequem gewesen dafür. Ja, dann habe ich noch Netflix, ich habe noch Sky, ich habe DAZN-Schrott. Disney. Und wenn man jetzt zum Beispiel Disney nimmt und den mit Amazon vergleicht, das sind Welten. Der Katalog ist unfassbar viel hochwertiger. Es sind viel bessere Titel drin. Es sind hochwertigere Titel drin. Es sind einfach, es ist sortiert. Es ist kein Müll dazwischen, kein kostenpflichtiger. Man zahlt die Summe und hat dann ein gescheites Dingen. Und auch erwachsene Programme, also nicht nur Comic und Zeichentrick. Ja, wie lange die das halten, weiß man nicht. Wenn alle hier anfangen, Preise zu erhöhen und alles, werden die auch folgen.
sind halt alles Geier. Aber diese Frechheit hier, einfach von einem Tag auf den anderen einem die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, wir knallen euch jetzt auch noch Werbung da rein. Was ist denn da mein Vorteil von dem Schrott? Dass ich mir die alten Kamellen angucke, dann kann ich auch wirklich ProSieben gucken oder so ein Mist. Ich gucke überhaupt kein Live-Fernsehen, weil ich da kotzen muss von, weil das einfach voll mit Werbung ist und voll mit Idioten. Ich habe da einfach überhaupt keine Lust drauf, mir das anzugucken. Ich will kein RTL 2, ich will kein Dschungelcamp, ich will keine irgendwelche Inseln mit irgendwelchen nackten Arschlöchern, die da den ganzen Tag, ist halt so, ganzen Tag da rumrennen und irgendwas machen, irgendwelche Nichtsnutze und Null-Promis. Und das ist einfach nicht meine Form von Unterhaltung, die ich sehen möchte. Und das werde ich mir auch nicht angucken. Und deswegen schaue ich schon seit Jahren, ich habe Sky, ja, aber ich benutze von Sky ausschließlich den Sportkanal, um BVB-Spiele zu gucken und Filme und Serien. Aber nicht live, ich gucke immer nur aus der Konserve und selbst die Werbung, die da vorkommt, geht mir schon auf den Sack. Und deswegen, nein. Ich habe die ganze Zeit mit Prime gehadert, dann habe ich gesehen, es ist übrigens auch noch so eine Seuche, wenn ihr was da kaufen wollt, dass ihr zu 99% erstmal ist es, weiß Gott, nicht mehr billiger. Früher waren das Schnäppchen, heute kostet der ganze Schrott meistens mehr, weil die Preise halt Aufschläge kriegen, meistens mehr als woanders, außer bei Büchern und bei Computerspielen ist es halt sehr häufig so, dass dann einem sogar noch im Nachhinein die Kosten erstattet werden. Wenn es im Nachhinein eine Preiserhöhung oder wenn eine Preissenkung gegeben hat, dann kriegt man die gut geschrieben. Einer der Vorteile. Und ein weiterer Vorteil, den ich jetzt nutzen konnte, unsere schlechten Capture Cards, die wir jetzt hatten, die am Wochenende bei dem 12-Stunden-Stream auch schon wieder Theater gemacht haben, unter anderem massives Rauschen und was nicht alles, und uns wirklich zum Wahnsinn getrieben haben, weil die abgestürzt sind, wir mussten die Resetten mitten im Stream und was nicht alles. Da habe ich geguckt, die habe ich im November beide gekauft für jeweils 90 Euro und jetzt habe ich gesehen, dass Amazon noch erweiterte Rückgabe hat bis Ende Januar und somit kriege ich mein Geld wieder zurück und der Mist geht wieder auf die Heimreise. Und das ist ein Vorteil. Ansonsten das, was ich sonst da kaufe, hole ich das meiste auf eBay oder ich hole es mittlerweile in Shops oder bei Otto oder so, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, da rumzusuchen. Dauernd steht Artikel nicht verfügbar, weil alle ihren Produktkatalog nicht ausmisten. Es ist einfach absolut ein Müllladen geworden. Und das hier ist jetzt wirklich das Letzte gewesen, der Fire Stick. Den haben wir in der Küche. Den brauche ich. Beim Essen gucke ich irgendeinen Mist, wenn ich irgendwas Serie oder so gucke, dann gucke ich meistens Netflix drüber. Und der ist auch schlecht, das ist auch das einzige Artikel hier im ganzen Haus. Ich habe neulich mal in unserem WLAN-Netz geguckt, hier sind immer so um die 40 Gerätschaften im Netz permanent. Vom Wäschetrockner bis Waschmaschine, Fernseher, Receiver, Sky-Receiver, Handys und was für ein Schrott alles sich so verbindet halt im Haushalt im Normalen. Und der Einzige, der rumzickt, ist der Fire TV Stick. Der hat dauernd Internetprobleme und hängt direkt neben einem Repeater. Also, nee, da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel im Argen bei dem Laden. Und deswegen habe ich beschlossen heute, als diese Nachricht gerade kam, ich habe es heute Vormittag schon gelesen, dann hat ein Kollege mir das auf dem Handy gezeigt und eben habe ich die Mail selber gekriegt und daraufhin habe ich sofort die Kündigung eingeleitet. Und siehe da, ich habe im Dezember habe ich erst verlängert und ich bekomme jetzt mein Geld zurückerstattet, die Restsumme. Das ist natürlich pro, weil man monatliches Kündigungsrecht hat. Und dann können sie halt ohne mich erstmal gucken, weil das ist es mir nicht wert. Und wie denkt ihr darüber? Bleibt ihr da? Habt ihr es überhaupt oder habt ihr kein Interesse? Was sagt ihr zur Auswahl an Filmen und alles? Das ist ja eher mau geworden, finde ich. Da ist ja im Vergleich zu früher fast nichts mehr drin. Und nur für die Champions League jetzt 90 Euro nochmal zu bezahlen, DAZN ist auch schon so ein Abzockerladen von 10 Euro auf 45 Euro hoch. Nur für meine 2 bis 3 Spiele im Monat, die ich da gucke.
Das ist es mir halt auch eigentlich nicht mehr wert, aber die Kosten teile ich mir mit meiner Schwester, weil wir immer zusammen gucken. Und ja. Also irgendwo sind allem Grenzen gesetzt. Ich habe eh nicht so viel Zeit zum Fernsehen gucken, aber diesen Schrott, den mache ich nicht mehr mit. Ich lasse mich jetzt nicht hier, also Werbung mehr aufzuzwängen. Da hört der Spaß für mich auf. Ich habe auch bei YouTube das Abo, weil ich keine Werbung sehen will. Und ja, irgendwo ist auch mal gut. Und erst eine Preiserhöhung, dann hier, dann da weniger Rechte, dann den halben Produktkatalog weg und alles in Freebie kopiert, was so werbeverseucht ist. Und da habe ich schon gesagt, da gucke ich gar nichts. Und jetzt das Prime-Ding selber auch noch. Nö, da verzichte ich. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr macht. Und dann schauen wir mal. Ich habe eben schon bei Heise gelesen, ein paar Kommentare. Da ist also schon eine ziemliche Kündigungswelle. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.